Asyl. Heute bedeutet der Begriff den Schutz vor Verfolgung. Aber seit wann gibt es das eigentlich? Der Begriff Asyl ist mindestens 2500 Jahre alt, stammt aus dem Griechischen und beschreibt einen heiligen oder unantastbaren Ort. Im Asylon der Griechen konnten Ortsfremde Schutz suchen, wenn sie sich bedroht fühlten. Auch unrechtmäßig Verfolgte und sogar Straftäter retteten sich ins Asyl, meist in einen Tempel. Jeder, der sie dort angriff, forderte den Zorn der Götter heraus. Die Römer trugen die Tradition solcher göttlichen Schutzräume in weite Teile Europas. Die Idee eines Ortes, an dem Menschen vor Verfolgung sicher sind, ist aber sogar noch älter als das Wort Asyl selbst. Die erste schriftliche Erwähnung findet sich in der Bibel. Im Alten Testament erhielt Mose von Gott den Auftrag, seine Stammesbrüder aus Ägypten zu führen. Im gelobten Land sollte er 6 Zufluchtsorte wählen, in denen das israelitische Volk sicher sein konnte. Gleichzeitig geht aus dem Alten Testament auch eine Art Asylanspruch für diese Orte hervor. Wer zu Unrecht die Blutrache einer Sippe fürchten musste, konnte sich dorthin flüchten. Mit der Gründung der ersten Staatengebilde entstanden auch die Kriege um deren Grenzen. So auch im Gebiet des heutigen Syrien, 1274 vor Christus. Zu den Großmächten ihrer Zeit gehörten Hethiter und Ägypter, die sich schließlich in der Schlacht von Kadesh gegenüberstanden. Einen Sieger gab es nicht. Die Hethiter aber verstrickten sich daraufhin in innere Machtkämpfe. Das sorgte auch für Unruhen im eigenen Land. Gleichzeitig drang das ägyptische Militär auf seinen Feldzügen immer mehr in den vorderen Orient vor. Die Folge? Die Situation verschärfte sich damit für die Bewohner. Viele flüchteten. Schließlich entschlossen sich Hethiter und Ägypter, einen Friedensvertrag zu schließen, der erstmals in der Geschichte den Umgang mit Kriegsflüchtlingen regelte. Hethiter auf ägyptischem Boden durften nicht belangt und sollten schließlich geordnet zurückgeführt werden. Im Verlauf der Geschichte übernahmen in Europa die christlichen Kirchen die Sorge um Asylsuchende. Mit dem Untergang des römischen Imperiums nahm der politische Einfluss der Kirche zu. Im Konzil von Orange 441 nach Christus legte man fest, wer asylberechtigt war. Und das waren viele. Egal, welchem Glauben sie angehörten, was sie angestellt hatten oder wo sie herkamen, die Kirche verstand sich als Beschützer aller Menschen. Die weltlichen Herrscher mischten sich lange Zeit nicht in kirchliche Angelegenheiten ein. In Notre-Dame war derjenige bereits geschützt, der den Ring am Eingangstor der Kirche erreichte. Doch zunehmend begannen die weltlichen Herrscher, das großzügige Kirchenasyl in Frage zu stellen. Die Aufgabe, Diebe und Mörder zur Rechenschaft zu ziehen, sahen sie als ihre eigene an. Mit den Kriegen der Neuzeit und den Umwälzungen nach der Französischen Revolution stieg die Zahl von Kriegsflüchtlingen stark an. Frankreich legte als erster Staat in Europa in seiner Verfassung 1793 klar fest, das Land gewährt Ausländern Asyl, die aus ihrem Vaterland vertrieben wurden. Mit den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts nahm das Thema Asyl nie geahnte Dimensionen an. Politische Umbrüche zwangen viele zur Flucht. Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. In Deutschland entstand aus den Schrecken des Zweiten Weltkriegs 1949 das Grundrecht auf Asyl. In den 1980er Jahren wurde der Artikel 16 modifiziert. Asylsuchende können seither in einen sicheren Drittstaat abgeschoben werden. Die Kirche kann heute noch alle aufnehmen, denen eine Abschiebung in einen unsicheren Staat droht. Das Asylwesen ist Jahrtausende alt. In jeder historischen Epoche hat es sich neuen Herausforderungen stellen müssen.